Wir haben sehr sorgfältig, sehr lange und sehr gut miteinander verhandelt. Das war ein sehr erfreulicher Prozess, weil darüber Vertrauen entstanden ist, Vertrauen gewachsen ist und sich die Annahmen, die beide künftigen Koalitionsparteien während des Wahlkampfes gemacht haben, auch bestätigt haben, nämlich dass die Schnittmengen für eine gemeinsame Regierungsbildung besonders groß sind. Wenn man über unser gemeinsames Regierungsvorhaben jetzt spricht, ich will einige wenige herausgreifen, die wir dann sicherlich im Gespräch miteinander vertiefen können. Die erste Voraussetzung für alles ist, dass wir weiter bei dem Kurs einer soliden Haushaltspolitik bleiben. Es bleibt bei den Voraussetzungen, die wir miteinander auch neu diskutiert und erneut festgelegt haben und die Bürgerschaft längst in Gesetze gegossen hat, dass wir nämlich 2019 einen ausgeglichenen Haushalt spätestens haben wollen, dass wir dazu beitragen wollen, dass wir uns im Rahmen der Ausgabengrenzen des Finanzrahmengesetzes bewegen und dass wir deshalb eine ausgesprochen solide Finanzpolitik auch in Zukunft betreiben wollen. Dass das in der Vergangenheit geschehen ist, gibt neue Spielräume für die Zukunft. Und deshalb haben wir genau ausgerechnet, was zum Beispiel der sehr große Überschuss, den der Haushalt des letzten Jahres mit sich gebracht hat, uns an neuen Spielräumen eröffnet. Da ist ja weniger Schulden gemacht worden als geplant und dann auch noch ein Überschuss erzielt worden. Wenn man das alles zusammenrechnet, dann ergibt sich für die gesamte Legislaturperiode ein Betrag von etwa 100 Millionen Euro, den wir mehr und zusätzlich zur Verfügung haben. Und wir haben uns sehr bewusst entschieden, diesen Betrag für die Legislaturperiode auch tatsächlich einzusetzen, entlang der Schwerpunkte, die wir uns miteinander vorgenommen haben. Das ist dann in diesem Fall zum Beispiel zu sagen, wir wollen einen Betrag von 40 Millionen für Wissenschaft und Forschung in den nächsten 5 Jahren einsetzen, einen Betrag von 30 Millionen für den Bereich der Umweltpolitik und den Rest für die verschiedenen anderen Vorhaben, die wir im Rahmen des Koalitionsvertrages uns vorgenommen haben und die Sie auch im Rahmen der verschiedenen Pressekonferenzen, mit denen wir Sie zwischendurch erheitert haben, dann auch schon mal kennengelernt haben. Wir haben uns fest vorgenommen, weiter die Voraussetzung für das wirtschaftliche Wachstum unserer Stadt zu schaffen. Das betrifft die Industrie, das Handwerk, den Mittelstand, all die Cluster, die in unserer Stadt da sind und natürlich die verschiedenen großen Verkehrsvorhaben, die Hamburg bewegen. Das sind im Bau befindliche Projekte und solche, die in der Planung sind und sehr weit fortgeschritten sind. Wenn es um überregionalen Verkehr geht, geht es da sicherlich zunächst mal um die Autobahn 7 und ihren gegenwärtigen Ausbau mit all den Zusammenhängen, die dazu gehören. Es geht um die Wilhelmsburger Reichsstraße, die gegenwärtig verlegt wird und deren Bau vorangebracht wird und das große Projekt der A26. Es geht um überregionale Schienenverkehre. Es geht um den Ausbau des Hafens. Auch darüber haben wir uns verständigt, über viele einzelne Projekte, die Sie in dem Vertrag auch wiederfinden werden, die in dieser und auch manchmal darüber hinaus der nächsten Legislaturperiode von Bedeutung sein werden. Das zentrale Thema ist da sicherlich die Fahrenanpassung der Elbe und die damit verbundenen Voraussetzungen. Auch da sind wir gemeinsam verabredet, wie wir das voranbringen wollen und haben in diesem Zusammenhang die Projekte zu einer Weiterentwicklung des Hafens als einen Hafen, der auch die Umweltbedingungen beachtet, mit aufgeschrieben und miteinander vereinbart, was genau zu der Perspektive gehört, die ich eingangs gesagt habe, nämlich die Bedingungen des Wachstums dadurch zu verbessern, dass wir gleichzeitig die Umwelt- und Klimabedingungen unserer Stadt voranbringen. Es ist in der Tat so, dass hinter uns ein hartes Stück Arbeit liegt, von dem ich aber sage, dass es sich gelohnt hat. Wir haben mit der SPD einen Koalitionsvertrag verabredet, mit dem wir in den kommenden 5 Jahren Hamburg moderner, vielfältiger und vor allem auch grüner machen wollen. Und das ist die große Chance, die sich auch daraus ergibt, dass die beiden Parteien jetzt die letzten Wochen zusammengesessen haben und auch diesen Koalitionsvertrag verabredet haben, das Beste aus beiden Parteien zu nutzen, die traditionelle Stärke der SPD, frische Ideen der Grünen, die zusammenkommen zu einem neuen Ganzen. Das symbolisiert ein wenig auch der Ort, an dem wir heute sitzen. Den haben wir nicht von ungefähr ausgesucht. Die Deichtorhallen frisch renoviert, hell, lichtdurchflutet im Zentrum der Stadt, in unmittelbarer Reichweite zu den Zukunftsprojekten, kleiner Grasbrook, aber auch Entwicklung im Osten, also die großen Zukunftsprojekte der Stadt, die auch das alte und das neue Hamburg miteinander verbinden. Und deshalb haben wir diesen Ort gewählt, der auch symbolisch für das stehen soll, was wir die nächsten Monate und auch Jahre zusammen vorhaben. Wir sind fest davon überzeugt,
dass zum einen die wirtschaftliche Stärke, zum anderen aber auch das Themenfeld soziale Gerechtigkeit gut in Einklang zu bringen ist mit grüner Lebensqualität und auch dem Moment der Vielfalt. Das bildet sich in all dem, was wir besprochen haben, ab. Wir stehen für einen Aufbruch in Bildungs- und Wissenschaftsgesellschaft in Hamburg. Und wir haben gesagt, dass wir im Bereich der Mobilität, der Lebensqualität einen klaren Akzent setzen wollen und Hamburg zur Fahrradstadt machen. Das ist, denke ich, etwas, was in den nächsten Monaten und Jahren sehr spürbar, sehr sichtbar und sehr erkennbar auch im Stadtbild zu sehen sein wird. Und wir haben sowohl im Wissenschaftsbereich wie auch im Umweltbereich nicht nur inhaltlich uns sehr ausführlich miteinander beraten, sondern werden das Ganze nach außen tragen, finanziell wie auch strukturell. Und wir wollen, dass eben Hamburg nicht nur Stadt der Wissenschaft und Bildung ist, sondern auch Stadt der Chancen, des Zusammenhalts, des Aufbruchs, der Veränderung. Und das wird an vielen Stellen auch mit deutlicher Handschrift im Koalitionsvertrag erkennbar. Wir haben uns verabredet, dass der Koalitionsvertrag kein Vertrag wolkiger Prüfaufträge wird, sondern Sie werden, wenn Sie ihn sehen, erkennen, dass an ganz vielen Stellen ganz konkrete Maßnahmen verabredet werden. Viele kleine, aber auch größere Ideen, die dort aufgeschrieben werden, die wir umsetzen wollen. Es geht also nicht darum, nur schöne Überschriften zu finden, sondern ein konkretes Arbeitsprogramm zu haben, mit dem man die nächsten Jahre verlässlich gut regieren kann und die Stadt nach vorne bringt, die Stadt moderner, vielfältiger und auch grüner gestalten kann.